Italien, ja auch jetzt ist nur alles ein bisschen gestiegen, ja, haben wesentlich höhere Spritpreise hier, sowohl beim Benzin als auch beim Dieselpreis. Also weil man sagt ja, denn das wurde ja damals als großer Lenkungseffekt verkauft, das ist in der Bandbreite des Benzinpreisschwankungs die 5 Cent und die beim Benzin und Diesel. Wir haben häufig von den Mineralölfirmen verursacht viel größere Schwankungen. Ja, also das hat auch hier keinen Lenkungseffekt gehabt. Jetzt Ökosteuern, wenn ich es im Sinne der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung mache, Energiesteuer, Transportsteuer, Ressourcensteuer, Umweltverschmutzungssteuer hier, ich das jetzt hier anschaue, ja, dann ist das im Jahr 95 4 Milliarden gewesen und ist auf 7 Milliarden im Jahr 2008 hier angestiegen. Ja, bescheidener Anstieg, aber also viel ist hier nicht geschehen. Einsatz handelbarer Zertifikate, ja, das ist auf der EU-Ebene geschehen. Das kann jetzt auch eine entsprechende Wirkung haben, aber es muss ein Feinschliff erfolgen, sodass jetzt Gute nicht noch einmal bestraft werden. Das ist noch ein offenes Problem, wie man das in den Griff kriegt, ja, wo man hier Ausnahmeregelungen durchsetzen kann. Das werden wir dann noch sehen. Wenn sie als Zertifikate und bepreiste Zertifikate dann am Markt sind, dann wirken sie auch, weil natürlich jeder einen Anreiz hat, so wenig wie möglich Zertifikate zu kaufen, um Kosten zu sparen. Jetzt aber der globale Einsatz, das sagte ich ja schon, wenn jeder Mensch das gleiche Recht hätte, wenn sie es jetzt einführen, die Atmosphäre mit Schadstoffen zu belasten, das würde zu einer gewaltigen Umverteilung von den Industrie- zu den Entwicklungs- oder Schwellenentwicklungsländern führen. Ja, dass die Industrieländer sagen, ja, wir müssen eine Umverteilung machen, wir müssen denen helfen. Ja, das ist das erste Verteilungsproblem, wie setze ich es fest. Und das zweite ist beim globalen Zertifikatehandel, wir haben keine Institution dafür. Wir bräuchten eine Institution, das Monitoring macht. Und die das auch hier dann durchsetzt, Strafen verhängen kann. Jetzt hier das nochmal, was ich ja zu Beginn sagte, Treibhausgasemissionen hier Österreich, Kyoto-Ziel wäre 68,8 Millionen. Wir sind im Jahr 2009, hat die Kurve so einen kleinen Knick nach unten gemacht und 2010, 2011 geht sie relativ steil wieder nach oben. Bei uns größter Emittent ist neben der Industrie, der Verkehr, mein Beispiel, ja, und dann Heizungen, wobei wir bei der Heizung würden wir die Altbausanierungsrate, die jetzt ungefähr 100 Millionen im Jahr hat, verdoppeln, könnten wir hier einiges tun. Dies führt dazu, dass wir sehr wahrscheinlich nach Brüssel zwischen 500 und 800 Millionen Euro zahlen müssen als Strafe, einer der ganz wenigen in der EU sind, die das Ziel klar verfehlen. Gut, wir haben es ja, es macht auch nichts, wenn man da noch ein bisschen Geld hinweist, wenn ich es mal leicht zynisch sage. Ja. Hätten wir das Geld in Altbausanierung gesteckt, wären wir wesentliches Stück näher dran gekommen und müssten viel weniger zahlen. Also da ist man auf Bundesebene nicht sonderlich intelligent vorgegangen. Hier sehen Sie jetzt die Frage hier, Emissionen von Treibhausgasen und Kyoto-Werte. Ja. Wir sind... hier, ja, das Ziel, Kyoto-Ziel, die 87,0 leicht aufgerundet, liegen jetzt bei 109,6. Deutschland hat das Ziel hier fast erreicht, aber das muss man fairerweise hinzusagen, auch nur, weil es im Jahr 90 die DDR übernommen hat, die Industrie zusammengebrochen ist und die dann mit Null hier einging und insofern, dass sonst, also Westdeutschland verfehlt auch klar das Kyoto-Ziel. Aber wenn wir andere Länder hier nehmen, wie Dänemark, wenn wir Länder hier nehmen, wie die Niederlande, da sieht man, dass die relativ dicht dabei sind, Finnland auch, Schweden hier auch, also die sind sogar schon tiefer, auch wie die Dänen,
wie die Schweden hier, die sind hier schon runter, der weiße Balken ist es tatsächlich. Also, und Finnland hat es auch erreicht. Also es können Länder das Ziel durchaus schaffen. Ja? Das ist also schon erstaunlich. Und Sie sehen, bei uns neben Spanien ist eigentlich hier noch die größte Differenz. Ja. Komme ich zum Schluss, habe eh schon viel zu lang geredet, entschuldige mich. Warum geschieht so wenig? Welchen Einfluss hat die ökonomische, was haben die Ökonomen hier was geleistet? Sind ja heftig kritisiert worden in der Finanzkrise, haben auch keine sonderlich rühmliche Rolle darin gespielt. Gut, wenn wir auf die Fragen also noch einmal eingehen, wie weit stehen wir und was haben wir dazu geleistet? Ja? Nun, die wichtigsten Entscheidungsträger, und das versuchte ich Ihnen klarzumachen, haben eigentlich, natürlich haben sie ökologische Interessen, aber im Alltag und wenn andere mit anderen Zielen in Konflikt geraten, haben relativ wenig Interessen an einer Ausbau einer ökosozialen Marktwirtschaft. Kosten sofort jetzt, Nutzen erst sehr langfristig, Kosten sehr unterschiedlich aufgeteilt, es trifft niemals alle gleich, ja? Daher stört das Staustehen ja nicht, da stehen alle. Ja? Das ist in der ökosozialen Marktwirtschaft sehr, sehr verschieden, weil die Kosten sehr verschieden dann aufgeteilt sind und insbesondere, wenn die Nachbarn nichts zahlen, dann hat man das Problem, dass man hier nicht bereit ist, hohe Kosten auf sich zu nehmen. Wenn wir uns jetzt diese Lasten auferlegen, auch bereit wären, sie zu tragen, wenn sie weltweit nicht getragen werden, dann ist die Frage der Durchsetzung noch einmal erschwert und natürlich auch die Effizienz, was erreiche ich dann damit? Wir haben wenig Interesse daran, von Seiten der Regierung auf Lenkungsinstrumente zurückzugreifen, denn dann fällt der Finanzierungseffekt weg. Ja? Und das ist natürlich ein Dilemma, aus dem ich so schnell und so ohne weiteres nicht herauskomme. Was könnte man tun? Auch ja, Montag, als ich ein bisschen müde war, weil ich gerade aus den USA kam, in einer Diskussion mit dem Landeshauptmann über die Frage, wie können wir die Finanzen besser in den Griff kriegen. Auch hier habe ich gesagt, ich fände es sehr sinnvoll, wir hätten Volksabstimmungen über Sachstimmen. Die Schweizer bauen die Tunnels durch die Alpen. In einer Volksabstimmung mit 2/3 Mehrheit zugestimmt, wo auf dem Stimmzettel stand, um wie viel die Mineralölsteuer steigt und wie viel das für einen unteren, mittleren und hohen Haushalt ausmacht, sodass jeder wusste, wenn ich Ja stimme, kostet mich das circa in den nächsten Jahren, 10, 15 Jahren so viel. Also die Frage hier, Sachabstimmungen ist sowas, dass man auch von Seiten der Bürger mehr Druck ausüben könnte, wäre sicherlich hier ein ganz, aus meiner Sicht, ein wichtiges Element. Aber ich möchte uns nicht aus der Pflicht entlassen, das trifft genauso natürlich mich wie Sie. Wir haben eigentlich als Konsumenten mit Abstand die stärkste Waffe in der Hand, ökologisch orientierter zu machen und auch die Politik mehr zur ökologischen und zur ökosozialen Marktwirtschaft zu zwingen. Ja? Sie müssen nicht, ich habe es gestern gesehen, wir haben extra in die Stadt mir wieder angeschaut, die Jeans für 4,99 Euro kaufen, die in Vietnam produziert ist oder in Bangladesch, wo es keine Umweltauflage gibt und garantiert mit Kinderarbeit. Die müssen Sie nicht kaufen. Ja? Sie können beim Quant darauf achten, sind Sie ökologisch zertifiziert, steht in jedem Hemd drin, es ist also auch, man sieht es schnell, ja? Und man könnte hier enorm viel dazu beitragen. Zusammen mit der Hagelversicherung habe ich ja mich sehr engagiert, kaufe heimische Produkte. Also was es bringen würde, wenn wir die heimischen Paradeiser, den heimischen Apfel essen, dafür verbiete ich niemanden Ananas zu essen oder sonst irgendwas, die bei uns nicht wächst. Aber ich könnte auf heimische Produkte stärker zurückgreifen. Es würde gerade in strukturschwachen Gegenden viele Arbeitsplätze bringen und würde einen gewaltigen Beitrag zur Ökologie leisten. Wenn Sie eine Kaffeemaschine, was ich neulich oder so gekauft habe, ist es eine heftige Diskussion, aber
Der Händler muss das Gebinde nehmen. Ich sage, ich nehme das nicht. Ja, wenn es dann umfällt und so und dann ist sie kaputt. Aber ich sage, das ist meine Sache. Sie behalten diesen ganzen Mist hier. Nein, ich kann das nicht entsorgen. Was wäre, wenn das jeder täte? Ja? Machen Sie es, sage ich Ihnen nur. Packen Sie es dort aus. Die meisten Autos haben Sie eine Decke oder sonst irgendwas, wo Sie es einwickeln können. Und lassen Sie den ganzen. Wenn das nur jeder Dritte machen würde, hätten wir schon recycelbare Gebinde. Bin ich überzeugt. Ja, weil dann hat der Kosmos oder wer immer das ist, das Riesenproblem, was macht er mit dem Zeug? Ja. Also es liegt viel an uns, von den Lebensmitteln angefangen, vom Quant angefangen und natürlich auch bei vielen anderen von Lebensgewohnheiten angefangen. Und wenn wir uns hier stärker umstellen, wenn wir hier diese stärker nachfragen und mit der Hagelversicherung da bin ich stolz drauf, ist uns was gelungen. In jedem billigen Supermarkt haben wir eine grüne Linie. Und ich habe auch neulich im Rewe-Konzern darüber diskutiert, sind ihre besten Linien. Also das dümpelt nicht so vor sich hin und sie verdienen nichts damit, sondern sie verdienen richtig damit, weil die Nachfrage jetzt da ist. Es gibt, um Ihnen ein Beispiel zu geben, praktisch keine Legebatterien mehr, die es vor 10, 15 Jahren noch gang und gäbe waren. Auch für die Weiterverarbeitung zu Spaghetti, wenn Sie ein bisschen sorgfältig kaufen, steht es auch mittlerweile überall drauf. Ja. Also es liegt an uns und an Ihnen hier viel stärker, und wenn Sie und Ihre Freunde das alles machen, und wenn Sie das wieder weitererzählen, da könnte man viel mehr machen. Und was natürlich noch schön wäre, wenn es viel stärker ausgezeichnet würde, dass der gleiche Apfel aus Südafrika, und wir haben ja auch nicht so schlechte Äpfel, 12.000 Kilometer ungefähr, ja, also nageln Sie mich jetzt nicht fest auf das, auf dem Rücken hat, bis er bei uns im Supermarkt ist. Ja? Also insofern ist die Frage der Kennzeichnung und unsere Kaufentscheidung, ja, hier eine ganz entscheidende, dass wir eben hier drauf achten, und das ist eine hocheffiziente ein hocheffizientes Instrument dagegen. Und natürlich würde das, wenn wir das machen, wenn wir das stärker verinnerlichen, weitergeben, das würde natürlich auch, das ist mein letzter Punkt, die Schöpfungsidee durch intrinsische Motivation wieder stärker zu beleben, dass das, was um uns herum ist, wertvoll ist und erhaltenswert ist, so wie es ist mit den immer wieder damit auch eintretenden Veränderungen. Damit möchte ich schließen. Bedanke mich für Ihre lange Aufmerksamkeit, sonst mir ewig zugehört, und ich freue mich über eine lebendige Diskussion. Dankeschön.